An unserem X3 Baureihe F25 war eine Heckleuchte defekt. Wie hier zu sehen, die innere links. Nicht so tragisch, denn die äußeren sind TÜV-relevant. Aber kosmetisch gesehen natürlich ein Unding. Also Heckklappe auf und auf der Innenseite eine Blendklappe entfernt. Dahinter befindet sich eine Zehnermutter, die mit einem Klemmschuh die Leuchte festhält. Bei Amazon gesucht und eine Steuerplatine erworben, die die LED-Beleuchtung befeuert. Denn diese ist meist die Ursache für den Ausfall. Ich habe gleich einen Doppelpack erworben zu einem Preis von 28,99 €. Den Link hänge ich in die Videobeschreibung. Alle Kabel ausgesteckt und schon kann man die Leuchte nach außen entnehmen. Die Platine ist in eine Führung gesteckt und deren Kunststoff verschmolzen, sodass man diese Halterung aufbiegen muss, um die Platine entfernen zu können. Aber vorsichtig, je nach Alter ist der Kunststoff spröde und bricht, sodass die neue Platine anderweitig fixiert werden muss. Die Gelegenheit genutzt und die Dichtung und Blechaussparung geputzt, damit es auch nicht irgendwo reinregnet. Eingesetzt. Angeschraubt. Und eingesteckt. Ein Test und alles ist, wie es sein soll.